Moinsen und willkommen zurück im Fuchsbau. Wir spielen wieder Diablo 3. Endlich geht's weiter. Wir haben letztes Mal hier vor dem Eingang zum Skelettkönig aufgehört. Ich will mich jetzt gerade mal kurz sammeln. Einmal gerade noch ein bisschen rumlaufen, damit das sich einleckt. Können wir nochmal hier gerade gucken, ob wir noch irgendwas Schönes hier finden. Ein paar Urnen zerklopfen. Ich kann meinen Sound hier noch ein bisschen leiser drehen. So. Damit ich nicht so viel schreien muss gleich. Ah, okay. Hier scheint soweit nichts mehr Wichtiges zu geben. Vielleicht noch ein Buch oder sowas. Nee. Heute übrigens die erste Folge in 16:9 Auflösung. Das heißt, diejenigen, die einen 16:9 Monitor haben, was die meisten sind, haben ab jetzt keine schwarzen Streifen mehr bei mir. Dafür habe ich jetzt schwarze Streifen, wenn ich meine eigenen Videos angucken möchte. Aber ist nicht so schlimm. Hier sind sogar noch Gegner, da kann sich ein bisschen einlenken noch. So. Was sagt denn der Ping? 63. Alles in Ordnung. Okay. Wir haben ein Schild, wir sind ausgerüstet, wir können springen. Sau gut. Also noch Lederhosen. Die sind wahrscheinlich jetzt super, super übel. Die Lederhosen. Oh, da sind ja noch mehr. Was wollt ihr denn hier? Und noch ein Schild. Wollen wir mal sehen, vielleicht ist es besser. Nein. Die Lederhosen? Nein. Okay, wir werden uns dann jetzt dem Skelettkönig stellen. Ich hoffe, wir sterben nicht. Ich habe Angst. Ich habe Angst, aber... Wir kriegen das hin. Ich bin voller Zuversicht. Krypta des Skelettkönigs. Auf geht's. Ihr werdet mich niemals besiegen. Das befürchte ich auch. Lach nicht so. Hat uns verspottet. Jetzt bin ich wütend. Ihr wurdet besiegt in dem Augenblick, in dem ihr euch dem Wahnsinn ergabt. Erstmal die Uhren. Die wehren sich nicht. Na? Oh mein Gott! Oh mein Gott! Okay. Okay. Auf geht's! Ah, es wird schon. Erstmal noch ein bisschen Uhren zerkloppen. Ich habe irgendwie das Gefühl, da ist doch nichts mehr drin. Vielleicht haben sie das doch auch bei uns genervt. Ich weiß, dass sie halt in den USA das auf jeden Fall weggemacht haben, aber ich finde in unseren Urnen auch nichts mehr. Aber ich bin mir auch nicht mehr sicher, ob man früher etwas in den Urnen gefunden hat. Deswegen, ah, ich kann das jetzt nicht mehr genau beschreien, aber ich glaube, die haben es tatsächlich runtergenervt, dass aus Urnen kein Gold mehr rausfällt, was das Ganze irgendwie ein bisschen sinnlos macht. Gut, man bekommt ein bisschen Erfahrungspunktbonus, wenn man Objekte zerstört. Aber hey, naja, okay, komm, stellen wir uns dem alten Sack. Guten Tag! Was haben wir denn? Wir haben den Hammer, wir haben dieses Ding hier. Speer der Urahn. Es wird schon. Ja, komm jetzt. Nicht so lange animieren, rauf, dass ich dir auf die Ömme kloppen kann. Ja, ja, noch ein bisschen posen. So, mein Freund. Oh. Ach, so. Ein bisschen Hammer. Oh, oh, oh. Ja, das wird. Ich brauche mehr Zeit. Don't like that. Was macht der jetzt? Was macht der jetzt? Was macht der jetzt? Oh, er beschwört irgendwelche Leute. Beschwörst du deine Minions? Oh. Die Minions brauchen wir, um uns wieder Heilkugeln zu holen. Oh. Weg. Und wieder rauf. Wenn der Minions beschwört, können wir ihn hauen. Wunderbar. Und die geben uns neue Heilkugeln. Denn hier? Aggrost du mich hier an? Oh, raus aus deinem Aggro. Ich hab ihn nicht getroffen. Oh, weg, weg, weg. Ah, das hat gesessen. Ah. Das geht noch nicht. Ja, erstmal Minions wieder zerkloppen, um uns neue Heilkugeln zu holen. Ah. Da ist er ja. Moin. Was bist du denn hier? Weg, weg, weg. Oh. Sein Rundumschlag hier ist ganz schön schmerzhaft, dass wir ausweichen. Boah. Aber langsam fällt er. Au, ich bin mitten reingesprungen. Au. Da sind Heilkugeln. Gib mir Heil. Nerv hier nicht rum, Junge.
Er schlägt wieder wild um sich. Noch nicht bereit. Ach, komm. Nicht genug Wut. Spüre den Hammer der Urahnen. Ah. Weg, weg, weg. Heilkugeln. I need Heilkugeln. Ich brauche mehr Zeit. Oh, weg, weg, weg. Da sind welche. Die hält er nicht mehr aus. Ah, immer noch sein Mob hier vernichten. Das geht noch nicht. Ah, was bist du denn jetzt hier? Was bist du denn hier? Ja, gleich haben wir ihn. Na komm schon, jetzt brauchen wir auch nicht mehr abhauen. Ah. Und bleib tot diesmal. Okay. Haben sogar noch ein Achievement gekriegt. Ist das nicht schön? Das muss sich ja auch lohnen. Okay, wir leben. Und wir haben Zeugs bekommen. Und neues Wissen. Die Hohepriester der Zakarum in Kurast ernannten Leoric vor vielen Jahren zum König von Kanturas. Er war ein guter Herrscher, bis Diablo ihn in den Wahnsinn trieb und er von seinem getreuen Ritter Lachdanan getötet werden musste. Tja. Anschließend ließ Diablo höchstpersönlich ihn von den Toten auferstehen und machte ihn zum Skelettkönig, bis er schließlich von seinem eigenen Sohn Aiden niedergestreckt wurde. Klingt doch nach einem wunderbaren Leben. So, schauen wir mal, was wir haben. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal eine neue Waffe. Die hier, die ist schon mal besser als die, die wir gerade equipped haben. Und dann kann ich euch mal zeigen, wie man Gegenstände identifiziert. Und zwar, indem man einfach rechts klickt. Bang, das war's. Man braucht keine wunderbaren Schriftrollen mehr wie früher. So, was macht denn das Ding? 4 plus Stärke. 2 maximale Wut, Geschicklichkeit, 3 Leben pro getöteten Gegner. Der Schaden ist ein bisschen schlechter, der Schutz ist allerdings besser. Macht der irgendwie. Die macht nur normalen Schaden. Magisch mächtige Waffe oder. Ich glaube, wir nehmen mal den Streitkolben. Der macht zwar nicht so viel Schaden, aber dafür kriegen wir 3 Leben pro getöteten Gegner. Das ist gar nicht so schlecht, wenn man überlegt, welchen Massen man sich da so gegenüberstellt. Okay, gehen wir weiter und finden heraus, was uns in diesem leuchtenden Loch erwartet. Verlassene Kammer. Alles klar. Ich habe meinen neuen Prügel, ich will ihn ausprobieren. Ich brauche Gegner. Der Krater. Da ist er. Ach, tatsächlich, es fallen doch noch Sachen raus. Unglaublich. Handschuhe, wenig Schutz, dafür 50 Leben mehr. Bisschen weniger Schutz, dafür 5 Leben. Ich glaube, wir nehmen mal das mit dem Leben. Das ist nicht verkehrt. 50 Leben ist ganz schön viel, vor allen Dingen jetzt noch. Okay. Guten Tag, was bist du denn? Der Fremde. Ihr wart es, der vom Himmel gefallen ist? Ihr seid der Ursprung all dieser Zerstörung und doch spüre ich an euch kein Übel. Ich erinnere mich daran, zu fallen. Wer seid ihr? Weshalb seid ihr hier? Ich bin nicht euer Feind. Ich denke, ja, ich glaube, dass ich gekommen bin, um euch zu warnen. Das ist ja nett. Die Dunkelheit rückt näher. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich werde euch zu Deckard Cain bringen. Er ist ein gelehrter Mann. Das heißt gelernter, Junge. Gelernter. Na, auf zu Deckard Cain. Das ist ja auch nett, dass der mal eben vom Himmel fällt, durch so eine Kathedrale durchknallt, bis in den untersten Keller hinein und dann einfach so ein bisschen gebeugt aufsteht. Mir geht's soweit noch ganz gut, ne? Ich habe zwar all meine inneren Knochen gebrochen, aber naja, ist egal. Er ist ein Zauberer. Irgendwas passiert jetzt. Oh. Ich bin weit gereist, um herauszufinden, dass der gefallene Stern nur ein Mann ist. Wer ist er? Warum ist er gekommen? Er erinnert sich an nichts. Vielleicht weiß Cain, was der Fremde uns nicht sagen kann. Hoffen wir es. Cain weiß so alles. Er ist immerhin ein Gelernter. So, Cain. Deckard, Deckard, was ist das? Das ist es, was vom Himmel fiel. Niemand könnte etwas derartiges überleben. Wer seid ihr? Was seid ihr?
Ein Krieger. Glaube ich. Ich kam mit schlechten Nachrichten, doch ich erinnere mich nicht. Eure Nachricht ist möglicherweise das Einzige, das uns vor dem drohenden Verhängnis bewahren kann. Und wieder Erfahrungspunkte. So, Deckard, erzähl. Erzählt mir alles, woran ihr euch erinnert, Fremder. Jedes Detail. Fallen. Feuer. Ein Schwert von großer Macht. Es war ein Teil von mir. Aber es zerbrach in drei Stücke, als ich fiel. Aha. Es ist wichtig, dass wir diese Schwertstücke finden. Ich glaube, dass eure Erinnerung zurückkommen wird, wenn wir das Schwert wieder zusammensetzen. Die Ziegenmenschen wüten durch die Felder. Könnte das Schwert etwas damit zu tun haben? Selbstverständlich. Natürlich, natürlich. Genauso wie um den Fremden herum die Toten auferstanden sind, haben die Schwertsplitter die Ziegenmenschen in den Wahnsinn getrieben. Ich werde Jagd auf die Ziegenmenschen machen. Das Schwert wird bei ihnen sein. Neuer Quest. Wir müssen Ziegenmenschen verprügeln. Klingt doch nett. Jetzt werden wir erstmal unseren Schrott los, dann gucken wir, ob Leute wieder irgendwelche Bücher fabriziert haben. Ja, ja, laber nicht, heil uns. Heute habe ich ein paar richtig hübsche Sachen. Ich habe auch ein bisschen was für dich. Hier, Schrott. Hat der wirklich was Brauchbares? Nein. Natürlich nicht. Irgendwas mit Leben, Leben plus Leben. Ich habe schon genug Leben. Ah, hier. Tatsache. Ein besseres Schild. Das nehmen wir erstmal mit. Das schadet sicherlich nicht. Vielleicht hast du was für unseren... Ein magischer Speer. Oh, ich habe schon wieder O gedrückt. Wie es war früher, war es O. Was ist es jetzt? F. Naja, er hat einen besseren magischen Speer. Okay, hier gibt's nichts. Der Fremde. Wir reden jetzt erstmal wieder mit den Leuten. Ihr habt keine weiteren Erinnerungen? Nur an Wogen aus Licht und eine Art Schmerz. Wie geht es euch jetzt? Die Leere zehrt an mir. Es ist eine Art ständiges Scheitern. Bleibt stark. Das Schwert kann nicht fern sein. Deckard, was gibt's bei dir Neues? Die Horadrim. Die Horadrim waren mächtige Zauberer, die von dem Erzengel Tyrael zusammengerufen wurden, um die drei großen Übel zu besiegen. Diablo, Mephisto und Baal. Sie haben sich vollkommen der Zerstörung der Dämonenfürsten verschrieben und hinterließen hilfreiche Folianten und Weisheiten. Wie wurdet ihr zum letzten der Horadrim? Mein Vorfahr war der Anführer der Horadrim, Jared Kane. Als die Horadrim ausstarben, blieben ihre Folianten in meiner Familie. Geschichten über die Horadrim faszinierten mich schon als kleiner Junge. Doch dass in ihnen ein tieferer Sinn verborgen lag, erkannte ich erst als Erwachsener, nachdem ich mich wieder mit ihnen beschäftigt hatte. Zu spät! Ja. Lea hat nichts mehr, aber Deckard hat noch mehr. Der Erzengel Tyrael. Tyrael ist der Engel der Gerechtigkeit. Er hilft der Menschheit seit Generationen, auch wenn ihm untersagt ist, direkt einzugreifen. Vor langer Zeit schlossen die hohen Himmel und die brennenden Höllen im Anschluss an den Sündenkrieg einen Pakt, sich nicht in die Geschicke unserer Welt einzumischen. Die Dämonen haben diesen Pakt gebrochen. Warum unternimmt Tyrael nichts? Der Angiris-Rat, die Erzengel, die dem Himmel vorstehen, haben unsere Welt einst fast zerstört, um die Dämonen daran zu hindern, ihre Verderbnis zu verbreiten. Sollte Tyrael direkt handeln, würde der Rat auf die Dämonen aufmerksam werden. Und das würde uns alle in Gefahr bringen. Ich verstehe. So, Deckard ist fertig. Mr. Eamon hat nichts zu erzählen, hat Lea nichts, das wundert mich. Lea ist ruhig, okay. Und gehen wir einmal noch gucken, ob Kane ein neues Buch geschrieben hat. Ich weiß gar nicht, sonst liegt eigentlich immer hier, ne? Nee, da. Er hat ein neues Buch geschrieben. Ich wünschte, Lea könnte ein anderes Leben führen. Ein normaleres Leben. Aber das ist leider nicht ihr Schicksal. Wenn ich sterbe, ist niemand da außer ihr, um meine Arbeit fortzuführen. Und die Zukunft dieser Welt hängt in der Schwebe. Tja.
So, dann haben wir hier noch ein Buch, die Chroniken von Neu-Tristram. Ah nein, das hat sich einfach dahin gebackt. Wir hatten das ja schon mal. Gut, aber vielleicht hat Lea noch etwas fabriziert. Hat sie. Ich kann es kaum glauben, aber der gefallene Stern ist ein Mann. Als Onkel Deckard das erfuhr, war er am Boden zerstört. Oh. Ich weiß, dass er auf etwas Wundersameres gehofft hatte. Ich weiß nicht, ich finde einen Typ, der aus dem Himmel fällt, durch eine Kathedrale knallt und noch lebt, schon ziemlich verwundert. Ein paar neue Waren herein. Meine Waren sind einzigartig. Ja, ich habe sie aus allen Teilen der Welt zusammengetragen. Werden wir gleich mal sehen. Ein Schild, das schlecht ist. Das könnte was für unseren Typen sein, ne? Aber ist mir zu teuer. Reparieren. Hast du den Fremden neben dem alten Kellen gesehen? So, Die Angriffe werden zwar später. Was, da sind wir schon am Huckeln hier? Gibt's ja nicht. Hey, komm her. Ich habe ein paar. Sieh mal, ich verkaufe dir gerne was, aber du musst mir versprechen, niemandem zu sagen, wo du diese Sachen her hast. In Ordnung? Selbstverständlich. Ich will auch nur die Ringe. Schaden. 1 zu Schaden, 6% Chance zu machen. Das habe ich im Moment. Ein Leben pro Treffer. Und 3% Angriffsgeschwindigkeit. Der Ring ist besser. Die sind beide besser, aber die sind auch beide ziemlich teuer. Ach, ich weiß nicht, lohnt sich das für so ein bisschen Schaden? Ja, momentan, wobei das ist schon ziemlich viel Schaden. Und hier haben wir ein bisschen Schutz. Den Schutz lassen wir, machen nur den Schadensring. So, dann können wir das andere unserem Templer geben. Kann er auch Ringe tragen? Selbstverständlich kann er das. Das wird mir helfen. Na, das hoffe ich doch. Gut, dann gehen wir direkt los und verkloppen hier so ein bisschen die Ziegenmenschen, ne? Hier, Hain des Wehklagens. Klingt mal wieder durchaus sehr einladend. Ich habe das Gefühl, als wäre ich da schon mal gewesen. Geh zu den Feldern des Elends. Müssen wir hier dann nochmal durch? Ich muss mal auf die Karte gucken. Das blinkt so zurück. Oh, das ist wieder, am Durchdrehen. Wir gehen zu den Feldern des Wehklagens. Aber ich habe das Gefühl, als wären wir hier schon mal gewesen. Das ist doch nicht richtig. Geht zu den Feldern, das ist falsch. Ich bin ziemlich sicher, dass wir hier nicht durch müssen. Wir müssen uns bestimmt teleportieren. Ja, selbstverständlich müssen wir uns teleportieren. Kann mal sehen, wie verwirrt ich schon wieder bin. Ist zu lange her. Bum, bum. Wenigstens ist die Musik noch so gut wie eh und je. Uah. Seitdem ich mein Let's Player hier begonnen habe, hat Jay Wilson ja nun das Diablo 3 Team verlassen. Wie viele finden, ein bisschen zu spät. Es gibt einen ganz netten Artikel von, ich weiß gar nicht, wer es gemacht hat. Da haben sie die wichtigsten Aussagen der Community auf den Blogpost von Jay Wilson, dass er jetzt das Team verlässt, Diablo 3, blablabla, zusammengefasst. Ist recht interessant. Da sind viele positive, viele negative Sachen. Ich fand das sehr, sehr nett zu lesen. Wenn ich mich dran erinnere, werde ich das unten in die Shoutbox posten. Ich mache mir mal ein Note dran. Meistens, wenn ich das aber mache, vergesse ich es dann ja wieder. Aber wir werden sehen. Ansonsten auf jeden Fall einfach mal googeln, falls ich es vergessen habe. Oder mich nochmal darauf aufmerksam machen. So, jetzt gehen wir hier gerade noch einmal durch. Jeder Erfahrungspunkt zählt. Und dann geht das los. Was haben wir denn hier? Leichtfüßigkeit. Oh, jetzt sind wir schneller. Was willst du denn hier? Was? So, okay. Das geht wohl da vorne lang. Knochen eines Totengräbers. Das ist wohl der Totengräber, von dem wir mal was gelesen hatten. Felder des Elends. Das hier klingt alles einladend hier. Die haben ihre ganzen Landstriche wirklich alle sehr, sehr nett benannt. Yes. So sieht es aus. Ich glaube aber, wenn ich mich recht entsinne... Ah, nein, wir haben noch eine Minute. Die Minute ziehen wir noch durch. Gehen wir noch die ersten paar Meter auf den Feldern des Elends. Machen wir noch. Dann ist der Part leider schon wieder zu Ende. Die nächsten paar Parts werden dann mehr Action und weniger Story-lastig, weil jetzt erstmal sehr lange keine Story mehr passiert. Toter Abenteurer. Boah, was zur Hölle? Baum! Oh, oh, oh. Hier kommt ja gleich alles zusammen, was man nicht brauchen kann. Oh. Also diese Bäume sind gefährlich, die machen so eine Giftpflanzen da auf dem Boden, wenn man dagegen läuft, fangen die an, einen eklig zu vergiften. Und Gift ist in diesem Spiel das, was vorher immer Elektrizität war. Das bringt einen so nahezu instant um.
Und das Miese ist, wenn die dann tot sind, dann öffnen sich diese Pflanzen auch, damit man schön nicht an das Loot rankommt und warten muss. Das war mir sonst immer egal, aber hier im Hardcore-Modus passe ich lieber auf. Da haben wir was gefunden, was uns nicht interessiert und einen Helm, der uns zwar mehr Schutz macht, aber weniger Vitalität und einen Bucheintrag, der jetzt verschwunden ist. Wo auch immer er hin ist. Wo ist denn das Wissen? Quest und Tagebuch. Ist verschwunden. Ich habe nicht schnell genug drauf gedrückt. Das ist ja schön. Okay, mit dem verschwundenen Buch verabschiede ich mich dann für... Siehst du mal still, wenn ich mich hier gerade verabschieden möchte. Sie werden diese Katastrophe nicht überleben, wenn wir ihnen nicht helfen. Wir geben unser Bestes, aber jetzt lass mich doch mal verabschieden hier. Ich danke euch wie immer fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserem ersten 16:9 Part. Und wir sehen uns, wenn ihr Bock habt, dann gleich im nächsten Part, wo wir schön weiter über die Felder des Elends tapsen werden. Klingt einladend, ich bin gespannt. Bis denn dann, viel Spaß beim Zocken. Euer Blaufuchs.